Heute schauen wir uns ASMR-Videos an. Ich flüster, weil ich weiß nicht genau wieso. Aber wir schauen uns ASMR-Videos an, die nicht so geil sind. Warte mal, lass mich mal einen Sound machen, Leute. Hier kann ich einen Sound machen. Hört ihr das? Gefällt euch das? Triggert euch das? Hä? Kriegst du schon die Tingles? Komm schon, ich weiß, du kriegst die Tingles, Bro. Ich hoffe, das Video sieht niemals meine Mutter. Kleiner Spaß, willkommen zu einem neuen Video. ASMR, wer das nicht kennt, das ist quasi etwas. Also es klingt am Anfang ein bisschen komisch, aber es hilft wirklich bei der Entspannung. Ich meine das ernst. Es ist quasi etwas, da machen Leute Geräusche. Es gibt ASMRs, wo die Leute so tun, als wären sie jemand. Zum Beispiel heiße Nachbarin oder irgendwie sowas in der Art. Naja gut, da spricht wieder der perverse Danny. Die Ärztin oder wie auch immer, sie tun quasi so, als wären sie die Person oder die Freundin. Und sie machen dann so ein Rollenspiel draus und flüstern das natürlich. Wenn man schreit, ist es nicht entspannt. Und es gibt Leute, die machen einfach Geräusche. Mit Gegenständen. Tatsächlich, mich entspannt das sogar auch, wenn Leute mit Gegenständen Geräusche machen. Ich mag das. Ich schätze mal, das ist einfach von Person zu Person anders. Aber es gibt gute ASMRs, die einen wirklich entspannen. Also ich meine, ich bin eigentlich immer entspannt, ehrlich gesagt. Aber trotzdem ist es angenehm, das anzuhören auf jeden Fall. Und es gibt wirklich gute ASMR-Artisten, die wirklich coole Sachen machen. Außerdem ist das ziemlich kreativ, weil man kann wirklich alles benutzen. Man kann mit allem Sounds machen. Ach ja, und das wird wahrscheinlich das letzte Video in dem Zimmer sein. Will ich mal kurz anmerken, Leute. Heute schauen wir uns aber ASMR-Sachen an, die ein bisschen anders sind. Denn Leute versuchen mit allen möglichen Sounds zu machen. Auch mit Tieren, die leben. Ich sag nicht, dass Moral ist falsch oder wie auch immer. Aber ich find's halt ein bisschen eklig, wenn man ein Tier isst, was noch am Leben ist. Außerdem leidet das Tier auch noch drunter. Also, ich sag aber nicht, dass es richtig oder falsch ist. Ich meine, wenn sie es für richtig hält, soll sie es machen. Ich mach's einfach nicht. Aber es gibt Leute, die haben es quasi an die Grenze getrieben. Mit ASMR. Und diese Leute schauen wir uns heute an. Und falls du nicht unten abonnierst, dann bist du gezwungen, ASMR zu machen. Leute, ich denke mir das nicht aus. Wirklich nicht. Die erste Person ist leider irgendwelche lebenden Würmer. Ich meine, das sind irgendwelche Meerestiere. Die sind runtergefallen sogar. Also, das meine ich halt. Ich weiß zwar nicht, wie man das geil findet oder wieso man sowas isst, aber okay, also ich bin mittlerweile Vegetarier. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Leute, die keine Vegetarier sind. Ich habe auch damals viel Fleisch gegessen. Aber seitdem ich Yoga und alles Mögliche mache, kann ich einfach kein Fleisch mehr essen, Leute. Aber jetzt mal abgesehen davon, sie ist ja quasi lebendige Tiere. Also die sind ja nicht mehr gekocht. Die sind ja wortwörtlich lebendig. Sie leben noch. Das ist crazy, Leute. Alter, man hört sogar, ich hau uns. Alter, nee. Ich meine, ja, wenn er das tut, ist ja okay. Das ist ja okay, wenn er das tut, aber okay, die nächste. Alter, lebt er? Lebt das Ding? Ich glaube, das Teil lebt nicht mehr, ne? Alter, irgendwie wäre mir das... Oh, nee, ey. Ich weiß nicht. Also, oh Gott. Also, ich muss dazu sagen, ich habe bis vor kurzem noch Fisch gegessen. Damit habe ich jetzt auch aufgehört. Aber auch keinen lebendigen Fisch. Der war immer gebraten. Und das war meistens Lachs. Aber lebendig, das ist schon... Okay, du hast echt schöne Zähne. Würde ich auf jeden Fall küssen, Leute. Würdest du küssen? Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, das ist echt. Oh nein, ich kann nicht mehr, Leute. Sieht nicht so appetitlich aus. Vor allem, dass da dieses, weiß nicht, ob das Blut ist oder... Ja, Huste. Ich sag mal, ich weiß zwar nicht wieso, aber ich verstehe es einfach nicht so. In Asien essen die auch manchmal Hunde oder Fledermäuse. Wie gesagt, ich urteile nicht drüber, ob es richtig oder falsch ist. Ich sage nur, dass es eigentlich ziemlich eklig ist, oder? Oder lege ich falsch? Ich weiß ja nicht, Leute. Jetzt hustet sie, Leute. Hast du verdient, oder? Was denkst du? Ich meine, immerhin lebt das Teil nicht. Oh Gott. Oh, nee, ey. Oh, mein Gott. Oh, mir ist echt... Oh, mein Gott. Ey, Leute. Oh mein Gott, was, wieso? Ich habe diesen Kanal nicht wieder begonnen, um zu leiden. Ich leide, Leute. Ich leide. Okay. Wenn das Teil zu lebendig aussieht, ne? Das geht zu weit. Das Teil sieht einfach zu lebendig aus. Brat es doch wenigstens so, dass es wenigstens gebraten aussieht. Oder koche es, mach irgendwas. Okay, sie isst einfach Zwiebeln? Einfach so, okay. Oh, da ist was, da ist was runtergefallen. Und da ist noch ein Spuckefaden. Du hast hier noch einen Spuckefaden. Okay. Ich glaube, sie mochte das selbst nicht so sehr. Wow. Oh, Alter, chill. Oh, can you imagine if I did that? Oh my God, that'd be even worse. Oh my God. Okay, was machst du? Machst du auch ASMR oder wie sieht es bei dir aus? Kann ich dir helfen? Okay, sie macht ASMR, Leute. Ah, die ist mit Süßigkeiten, machen die das, okay. Interessant. Ja, du hast gesagt, das wird ASMR. Okay, jetzt willst du anfangen zu essen? Okay, sie isst endlich, Leute. Ich musste vorspulen. Dauert die Ewigkeiten. Hallo, gib mir die Sounds. Gib mir die Sounds. Genau, da haben wir es. Ja, okay, das ist für mich schon kein ASMR, weil die schon zu viel gelabert hat am Anfang und irgendwie war sie so ein bisschen zu laut irgendwie. So, nee, deine ASMR-Videos würde ich nicht schauen, bin ich ganz ehrlich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Einfach nein. Die Teile leben immerhin nicht mehr, oder? Sind das Kokons? Okay, wieso fasst du sie an? Du wirst sie gleich essen. Alter, die... Ich hab...
Was? Ein Baby? Oh mein Gott, natürlich fängt sie mit dem Baby an, Leute. Ich weiß gar nicht, hat diese Person eigentlich eine Seele? Hat sie eine Seele, Leute? Weil ich habe keine, dachte ich immer. Aber mittlerweile denke ich, ich habe doch eine. Ich glaube, ich habe eine Seele, Leute, das steht fest. Definitiv nein. Okay, was tust du jetzt? Oh, da ist das Baby runtergefallen. Alter, ich meine, sie ekelt dich ja sogar schon. Aber wird es jetzt... Alter. Okay. Das ist gerade... Oh nein. Okay. Du isst das jetzt? Aha. Oh. Oh, oh mein Gott, Alter. Mir ist schon wieder übel, Alter. Bestimmt, wenn sie so drauf kaut, da kommt dieser ganze Saft raus, Leute. Oh, dieser ganze Saft und die ganze Gedärme. Oh, schön. Ich meine, ich weiß nicht, ob es gebraten ist oder nicht, aber ich bin... Okay, ich glaube, es ist gebraten oder gekocht. Ja, okay, es sieht gebraten oder gekocht aus, so ein bisschen. Also, immerhin. Und schaut sie da noch drauf. Okay, sie findet das also sehr interessant. Vor allem, warte mal, wirst du die ganzen Teller essen? Alter, jetzt fängt sie richtig an, Leute. Ich meine, ich finde es tatsächlich, man muss dazu sagen, das ist eher weniger ASMR, das ist eher Mukbang. Mukbang ist etwas, wo es auch um Sounds geht, aber um Kau-Sounds, wo die Leute immer Essen essen. Das heißt, sie essen ihr Essen, filmen sich dabei und dann kannst du tatsächlich sagen, wie zum Beispiel, du bist jetzt einer, der alleine lebt und du willst essen, kannst du einfach Mukbang anmachen, dann tust du so, als würde jemand mit dir essen. Ein paar Leute gerne Gesellschaft haben, wenn sie essen. Sorry, das musste raus. Okay, da haben wir jemanden mit einem fetten Hühnchen. Okay, das ist echt ein fettes Hühnchen. Damn. Wow, wow, wow. Du machst echt viel Soße drauf. Das ist crazy, Leute. Okay, noch mehr Soße. Kann man natürlich machen, Leute. Ich sag nicht, dass es falsch ist. Ich meine, Soße macht es noch leckerer sogar. Okay, ich glaube, sie freut sich so mega. Man merkt manchmal bei Leuten, die freuen sich immer so mega auf ihr Essen. So, die essen nicht wirklich, um sich zu nähern, sondern die freuen sich so richtig auf ihr Essen. So unnormal. So, wenn du in ihre Augen schaust, siehst du die Augen glänzen auf einmal, weil da Essen ist. Okay, jetzt guten Appetit. Die ganze Soße. Zum Beispiel, die genießt es auf jeden Fall sehr. Sie liebt es auf jeden Fall. Dieses Hühnchen mit dieser Soße. Ja, genau. Mach noch ein bisschen Soße drauf. Oh, mit den Fingern, okay. Obwohl, dagegen habe ich nichts, so, wenn man mit den Fingern so macht. Manche Leute sagen ja, man sollte mal mit Messer und Gabel, bla, bla, bla. Ich meine, in anderen Ländern werden auch mit Fingern gegessen, Leute. Und das ist, ich glaube, in Indien sogar mit der... Ich glaube, in Indien wird so mit so einer Schaufelhand gegessen. So, da wird geschaufelt. Das finde ich auch cool. Okay, jetzt beißt sie richtig rein, Leute. Also, Mukbangs finde ich nicht so geil. Also, ja, das ist halt das Ding. Die komischen ASMR-Videos sind meistens mit Essen, Leute. Okay, dann haben wir jemand anderen. Okay. Du hast... Oh, das sieht echt merkwürdig aus, Buddy. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich weiß nicht, ob ich das essen würde. Okay, er mag das. Das Gefühl, die haben immer so einen kleinen Dachschaden. Ich meine, den habe ich ja auch, okay. Also, ich finde es nicht schlimm. Aber die haben nur den Dachschaden, wenn da Essen auf dem Tisch liegt. Ansonsten nicht, kann das sein? Seht ihr, der Typ, der tut so, als hätten die ein Leben und das würden dich unterhalten. Also, der freut sich so mega drauf. Ich meine, du siehst nicht so aus, als würdest du viel essen, aber vielleicht hast du einfach nur einen sehr guten Stoffwechsel. Oh, mein... Wow. Ach du Kacke, ist das viel Käse. Bruder, ich meine, oh, du hast da, okay. Ich meine, Bro, Alter, ich weiß wirklich nicht, was du da isst, aber ich glaube, er genießt das wirklich sehr. Ich meine, ich gönne ihm das, okay? Ich sag nicht, dass er es nicht genießen sollte. Ich meine, deswegen macht er es ja, um es zu genießen. Aber er beißt komplett rein. Also, ich meine, es gibt Leute, die schauen das sogar sehr gerne, natürlich. Aber viele schauen das sogar gerne, obwohl sie gar keinen brauchen, der mit ihnen isst. Also, die schauen es einfach gerne. Wow. Das war ein respektabler Rübser, Leute. Okay, und er ist fertig damit. Okay, respektiere ich. Oh nein. Oh nein. Immer Asien. Wieso immer Asien, Leute? Nein. Oh. Oh, nee. Bitte zeig mir nicht, wie sie das ist. Bitte zeig mir nicht, wie sie das ist. Oh, oh mein Gott, Leute. Ich weiß nicht, was in meinem Körper passiert, aber da kommen alle möglichen Emotionen rein. Oh, oh, oh. Es ist ja nicht mal... Ich sag ja nicht, dass es falsch ist, okay? Ich sag nur in mir... Oh, Gott. Oh. Alter, Leute. Ich weiß nicht, bin ich der Einzige? Vielleicht bin ich der Einzige, Leute. Oh mein... Oh mein Gott. Ich leide. Leute. Okay. Es ist alles okay. Es ist alles okay. In mir passieren alle möglichen Sachen, Leute. Vor allem, die wollen so aus dem Teller springen, weil die sagen, bitte hilf mir. Bitte hilf mir. Ja, spieß das Teil noch auf. Oh, okay. Spieß das Teil noch auf, genau. Sehr schön. Ich versuche einfach gechillt zu bleiben, Leute. Und man sieht sogar ihren Namen und... Okay. Oh, ja. Okay, vorher noch aufspießen. Mhm. Also, ich bin ein bisschen... Alter. Ich meine, das ist ja eigentlich Tierquälerei, oder? Ich meine, gut, das sind Insekten. Aber es sind ja auch Tiere irgendwo. Oh. Ja, sie macht mir echt Angst, Leute. Ich weiß nicht, was sie mit mir machen würde. Okay. Vor allem, die macht das so, als wäre das voll was Normales irgendwie. So, ja, kein Kommentar. Irgendwie, die tut so, als wäre das wirklich was komplett Normales. Okay, dann haben wir... Wow. Wow, wow. Aha. Okay. Also,
Ich bin Danny und ich komme ursprünglich aus Deutschland. Und über mich gibt's eigentlich nichts zu sagen. Ja. Ich habe keine Persönlichkeit. Über mich gibt's nichts zu sagen. Aber ich bin Danny. Sie isst Essen und das halbnackt auf ihrem Bett. Mit einer Banane. Okay. Wow, 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 wow. Okay. Okay. Ich meine, das zum Schluss war einfach nur sexuell. Und ja, es gibt auch viele sexuelle ASMRs. Das liegt aber daran, weil es viele Typen gibt, die das unbedingt sehen wollen, die so tun wollen, als hätten sie eine Freundin. Aber jetzt seht ihr quasi ASMRs, die quasi jetzt an die Grenzen treiben. Das ist mal das nicht zum Schluss, sondern das mit den lebenden Tieren. Das könnte ich mir nicht anschauen, weil es mich nicht entspannt, sondern es macht mich eher unangenehm. Aber nur Leute, wie auch immer, das ist für das Video. Ich hätte nicht gedacht, dass es ehrlich gesagt so schwer anzuschauen ist. Ich dachte, es wird ehrlich gesagt einfacher gehen, aber wow. Aber nur Leute, das ist für das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dann noch oben, dafür mehr davon abonnieren, kostenlos. Und ich sehe dich im nächsten Mal wieder. Bye!